2022, was für ein Jahr, hier in der Hochschule, aber auch draußen in der Welt, voller Unruhe, voller Herausforderungen, voller Leiden auch. Und diese Leiden an der Wirklichkeit ist ein Begriffspaar, den der Philosoph Søren Kierkegaard zusammengebracht hat, mit der Leidenschaft für das Mögliche. Und beides ist unsere Aufgabe, wo wir hineingestellt sind, hier an der Hochschule oder in der Welt. Wir durften bei allen Herausforderungen an der Hochschule erleben, wie wir jetzt nach Corona wieder mehr und mehr zum Alltag zurückkehren können. In den Lehrveranstaltungen, aber inzwischen zum Glück wieder darüber hinaus mit vielen studentischen Aktivitäten, darüber sind wir sehr froh. Wir haben einen neuen Professor für Metaphysik, der dieses Feld neu bearbeiten wird. Wir haben ein Center for Responsible AI Technology gegründet und wir durften im Sommer die positive Nachricht bekommen, dass der Landtag im neuen Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz die Hochschule auf Dauer finanziell so stellt, dass wir eine gute Entwicklungsperspektive haben. Und wir durften im Sommer mit einigen Lehrenden und Studierenden in Boston sehen, welches Netzwerk wir als Hochschule der Jesuiten weltweit mit etwa 200 Universitäten auch haben und welche Potenziale das für unsere Hochschule bietet. Also durchaus positive Entwicklungen und Ermutigung. Ermutigung, das, was wir hier erleben, auch in die Welt zu tragen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen und unsere Leidenschaft für das Mögliche auch in die Welt hinein und hinaus zu tragen. So lade ich euch und Sie ein, eure Wünsche an diesen Weihnachtsbaum zu hängen für das Ende dieses Jahres, für das kommende Jahr, dass wir mit Mut, Gelassenheit und Zuversicht, das sind meine drei Wünsche, Gelassenheit, Mut und Zuversicht, in das neue Jahr gehen können. Und das, was wir hier lernen, an philosophischer Expertise, aber auch an Persönlichkeitsentwicklung in die Welt hineinzutragen. In diesem Sinn wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Überstieg in ein gelassenes, mutiges und zuversichtliches neues Jahr.